Hallo Leutchen, da bin ich mal wieder bei Minecraft. Heute mit der 1.3, endlich mal. Ich habe auch ein neues Texturenpack oben, nicht mehr Spacek von der Honeyball. Ja, Honeyball bleibt es trotzdem. Deswegen auch hier die Glastextur hier so geil. Gut, für eine Vorstellung bin ich eigentlich irgendwo zu spät dran für die 1.4. Sagen wir so, es gibt Neuerungen, wie zum Beispiel, ich kann es einfach im LAN freigeben. Optimal für ein Together mal wieder. Und natürlich, weil was geändert wurde, was ich eigentlich schon wollte, aber damals es noch nicht gab. Ja, mit einem Eisen komme ich weit. Ja, weil ich es nicht ändern konnte oder damals nicht machen konnte, ändert man das erstmal ab. Für ein paar, die mein Let's Play ein bisschen länger verfolgen könnten, es sich vielleicht denken, was ich machen will. Für... Ja, so sieht das wirklich aus wie im freien Himmel. Ist ja genial. Jedenfalls, ich habe das Basic Texture Pack. Gibt's irgendwie nicht mehr oder ich habe es total übersehen. Habe ich jetzt das reingetan? Ist jetzt auch nicht schlimm. Welches ist nochmal? Das Remake. Remake heißt. Ich finde es toll, sieht jetzt auch nicht übel aus. Wenn es mir nicht gefällt, tue ich es als nächstes Mal wieder das andere rein. Aber passt soweit. Ebenfalls haben wir noch Kifferkühe. Ich sehe keine, juhu. Ebenfalls müssen wir jetzt erstmal zur Kaschemme das richten, das so machen, wie ich es immer wollte. Ja, ja, habe ich Erdklumpen auch dabei? Jo, habe ich. Perfekto. Huni, bald kriegst du Zuwachs. Hoffe ich mal. Das sehen wir noch. Das sehen wir kommen. So. Jedenfalls wollte ich... So, gehen wir erstmal hier rein. Und gehen hier hoch. So, Scheißendreck. Sicherlich sind die Zombies hier drüber. Ich mache jetzt hier mal auf. Ja, natürlich ist der da oben. Mr. Creeper wird hier gleich mal fett runterspringen. Sehe ich doch jetzt schon kommen. Roten Fleisch. Oder was? Nee, ein Steak. Cool. Sieht ja richtig appetitlich aus. Nö, hier ist nichts drin. Ist doch gut, so passt doch. So, dann gehen wir hier wieder abwärts. Nehmen wir uns die Holzstücken. Es hat mich damals schon ziemlich angekostet, wie ich das gebaut habe und dann eigentlich so haben wollte. Nein! So wird es nix. So wären wir uns nicht eins. Nein! Das will ich nicht so. Dann lasse ich halt hier die Lücke. Hilft ja nicht. Wie kriegen das jetzt hin? Ist ja sehr doof. Ich will hier nicht alles einreißen müssen. Aber jedenfalls kriegen wir es jetzt so hin, wie ich es will. So. Vielleicht kriege ich es ja mit einem Kackhaufen von oben her gebacken. Wenn ich hier rauskäme, muss ich halt die Spitzhacke zücken. Hilft ja nicht. So. Vielleicht kriegen wir es ja von hier aus hin. So geht doch. So will man das sehen. Dann hat das auch wirklich Flair von einem richtigen, ja, Dachbalken, würde ich mal sagen. So wollte ich es eigentlich ursprünglich immer. Es ist noch ein bisschen schwierig hier, oder? Das richtig zu platzieren. Da muss man wirklich weit genug wegstehen für. So wie das den Anschein hat. Und deswegen machen wir das auch jetzt hier überall rigoros. Natürlich von außen müssen wir es auch noch machen. Aber das kriegen wir schon irgendwie bewerkstelligt. So, reißt man hier alles nieder. Ist ja immer schön... Aua. Aua. Das tat weh. So, ich habe heute eine Freude im Aufnehmen. Ich habe endlich Urlaub. Urlaub. Zeit ist geworden. Lang genug habe ich darauf hingearbeitet. Haha. Und hoffentlich kriege ich es jetzt endlich hin, wirklich Luft zu produzieren.
Ich nehme heute schon wieder am Sonntag auf, weil ich mal wieder nicht dazugekommen bin. Es tut mir so leid. Ich mecke eigentlich jedes Mal an mir selber rum, weil ich das nie hinbekomme, dass ich mir Luft produziere. Nein, kriege ich nicht hin. Da bin ich irgendwie unfähig zu. Aber jetzt im Urlaub habe ich ja Zeit. Kann ich aufnehmen. Wie viele ich mal wieder aufnehme, das steht natürlich in den Sternen. Es ist sehr schwierig. Dass man... Ja gut, ist ein neuer Baumodus. Da muss ich mich erst noch reinfinden. Ach gut, da wäre es fast egal gewesen. Ja, egal. So, drauf geschissen. Ach ja, runterkommen müsste ich auch noch irgendwie. Aber erstmal ziehen wir hier die Balken rein. Ist der Wurst? Ja, der ist Wurst. Nee, der ist zu weit weg. So. Das ist echt schwierig. So, ich freue mich so. Endlich mal ohne Zeitdruck aufnehmen. Ah, Entspannung pur. Scheiße. Arbeite ich mich hier durch? Ja, so. Den Kackhaufen nehmen wir wieder mit. So, komm her, Junge. Ah, sieht schon eher wie ein Dachbalken aus, so wie es sich gehört. So, scheiße. Ich hätte eigentlich die Fackeln noch anbringen müssen. Ah, da haben wir sie ja. Nein. Das ist der Pflasterstein. Okay, das Texturenpack ohne Scheiß. Das regt zur Verwirrung an. Weil der Kobbel so gleich aussieht zum Ziegelstein, ist jetzt nicht unbedingt optimal gelöst. Um ehrlich zu sein. Also ich werde, glaube ich, definitiv bis nächstes Mal wieder ein anderes Texturenpack nehmen. Da wo man das ein bisschen klarer erkennt. Sonst sieht das immer so komisch aus. Hätte man eigentlich hier schon auffallen müssen. Aber naja, sowas fällt mir ja auch nicht immer gleich auf. Bin ich ja auch nicht super. Aber die Steaks, die sehen so schön verrottet aus. Verrottetes Fleisch. Schmeckt so gut. Natürlich Intus haben. So. Achso, ich muss noch ein Stück hoch. So. Dann hoffe ich, dass ich das von hier aus schön hinbekomme. Nein, der war verkehrt. Das war aber auch irgendwo klar. So, geht doch. So, dann müssen wir von hier aus. So, dann muss ich mir einen Kackhaufen ein bisschen umsetzen. Eine Schaufel wäre ideal, aber so eine haben wir natürlich wieder nicht. Ja. Ich habe schon ein paar Ideen gekriegt für das, was ich machen könnte. Einer hat mir auch schon geschrieben, er überlegt sich was. Um ehrlich zu sein, die Ideen ist jetzt nicht verkehrt. So, Ideen, ich bin für alles offen, wie gesagt. Aber die Idee, ich brauche meinen Cobble nicht weg. Das ist mein Problem. Und Cobblestone ist ja mein Hauptproblem, aber mit der Textur, ich könnte ja was anderes auch machen. Nee, aber vielleicht wird es verwirklicht. Aber ich halte mich auch definitiv dran. Ich mache dann den YouTube-Namen, hau ich dann ran ans Haus, nagel ich fest, wie eins von den, keine Ahnung, 97 Thesen an die Haustüre. So mit dem dicksten Nagel, den ich finden kann in Minecraft. Und hau das Schild da fest ran. Wie gesagt, ich will mich ja auch nicht mit Sachen brüsten, die jemand anderes hatte, oder Ideen mit Ideen brüsten, die jemand anderes hatte. Deswegen mache ich auch das. Und ja, so könnten vielleicht auch Leute euren Kanal angucken oder drauf kommen, hey, da ist ein Kanal, der hat den Vorschlag genommen, der hat ja gar nicht so blöde Ideen. So zum Beispiel. Oder einfach nur für Leute, die sich denken, ja, ich will irgendwie dieser Welt meinen Stempel aufdrücken. Und vielleicht komme ich auch im Urlaub mal dazu. Ich bin ja schon öfters gefragt worden, ob es die Welt zum Download gibt. Und ich guck mal, vielleicht bewerkstellige ich das auch noch.
Dann könnt ihr mal ein bisschen spielen, weil ich auch schon gefragt wurde, welcher Seed das ist. Zur Erklärung, der Seed 0815, wie wir hier drauf gekommen sind. Ich habe es auch gesagt gehabt. Ich habe 0815 eingegeben und bin dann in dieser Welt rausgekommen. Kein Scheiß, ist so. Ich habe 0815 eingegeben, aber für es ist keine 0815 Welt, das definitiv nicht. Jedenfalls. Gibt es ja die nicht mehr, wenn man 0815 eingibt, weil mittlerweile doch ein paar neue World Generator vorhanden sind. Seit der Vollversion. Ich bin auch in der Vollversion, bin ich ja hier reingegangen in diese Welt und mir gefällt es. Ja, vielleicht muss ich ein paar Texturenpacks kombinieren. Könnte ich auch machen. Ist dann immer noch Honeyball, aber kombiniert. Ist ja jetzt nicht verkehrt. Ich finde es lustig. Ich habe einen Chatbalken wie ein Ding. Wie im Ding. Wartet mal. Geht das? T? Tatsache, ich kann Chat aufmachen. Ist ja geil. Und das mitten in der Offline-Welt. Gut, ich gebe hier keine Sheets ein. Nee, das mache ich nicht. Das will ich auch nicht. So. Birkenholz. Jetzt dürfte man ja normalerweise auch Birkenholzstufen kriegen, oder? Ja, wir bekommen Birkenholzstufen. Nein! Wir haben unsere Chance verwirkt. Ich dachte, wir hätten noch Zeit. Scheiße. Was wollte ich denn gerade sagen? Irgendwie bin ich schon wieder zerstreut. Wo war ich denn gerade? Ah, Siebchen lässt grüßen. Verrottetes Fleisch sieht irgendwie nahrhafter aus als... das Steak. So. Was will ich denn jetzt machen? Ich hätte eine Axt. Ich könnte mal wieder Axt im Walde spielen, aber ist jetzt auch nicht so prickelnd. Joa. Ja, die Kirche müsste schöner werden. Ach ja, jetzt weiß ich's. Stimmt. Die 0815, die gibt's ja nicht mehr. Die kommt, da kommt ihr nicht mehr so schön wie ich hier neben der Ding raus. Neben der kleinen City. Oh ja, wir können ja handeln. Handeln können wir mittlerweile mit unseren Dorfbewohnern. Hallo. Hey, warte mal. Kannst du handeln? Ja, Tatsache, er will handeln. Ah, er will 10 gebratene Fleisch für 1 Smaragd. Aha. Schön. Ach ja, was auch ist, wartet mal. Vielleicht habe ich ja zufälligerweise was im Ofen. Wir kriegen jetzt Erfahrungspunkte. Der Koppel gefällt mir echt nicht. Ja. 0815 gibt es ja nicht mehr. Deswegen wollte ich die Welt zum Download auch noch bereitstellen. Irgendwann mal, dass ihr auch hier rumstrawenzeln könnt. So, haben wir was im Ofen? Ja, hier. So, jetzt müsst ihr unten hier bei meiner IP-Leiste aufpassen, wenn ich es rausnehme. Und zack, schon haben wir 3 Levels immer aufgestiegen und das ohne großen Einsatz. Ist cool. Kann man echt gelten lassen. Ist cool. So. Amtlich. So, ach so, ich wollte die 64 hier reinräumen. So. Wir haben Cleanstone, wir haben ja Pflastersteine, die wie Steinziegel aussehen. So, jedenfalls packen wir die mal rein. Birkenholz, ja gut. Muss jetzt nicht unbedingt für die U-Bahn verwirkt werden. Für unsere schöne U-Bahn. Ja, ja. Wir haben auch noch feines Holz. So, hier ist Lauberinnen. Hier haben wir noch Holzerinnen. Packen wir hier mal rein. Kieshammer. So, und das, ja. Welt zum Download freistellen. Könnt ihr machen, was ihr wollt damit. Hauptsache, ihr Let's Plays nicht. Das ist halt meine Hauptdingens, mein Haupt. Wie soll ich sagen? Meine Hauptbitte, sagen wir so, meine Hauptbitte. Dass die nicht zum Let's Play benutzt wird, wirklich nur zum rein selber spielen, zum Erkunden. Und auch nicht irgendwie zum Vorgucken. Hey Junge, geh in die Richtung, so ungefähr. Nee,
Will ich nicht, okay? Ich will wirklich nur, dass ihr sie habt, dass ihr auch spielen könnt damit, dass ihr Freude an dem habt, was ich gebaut habe. Was ich mit euch zusammengebaut habe, sagen wir mal so. Ich habe es ja doch nicht komplett alleine gemacht. Ihr wart da doch immer live dabei. Und ja, hier müssen noch Schienen verlegt werden.